Die Haut sieht von mir ja nicht gut aus. Ja, Fiana braucht einen Knietspalt. Ja. Mia, Gott sei Dank habe ich dich gefunden. Ich bin's, Ethan. Ethan? Ethan? Ist du in Ordnung? Du solltest nicht hier sein. Was meinst du? Du hast mich kontaktiert. Nein, nein, habe ich nicht. Hab ich? Hat dich jemand gesehen? Hat er dich gesehen? Ja, yeah. Wer ist noch hier? Was geht hier vor sich? Daddy kommt. Wir müssen gehen. Daddy? Wir müssen gehen, jetzt! Daddy kommt? Also wenn sie schon jemand als Daddy bezeichnet, muss ich mir Gedanken machen. Wo führst du mich? Zu einem sicheren Ort. Wirst du mir erzählen, was hier los ist? Süße, du warst 3 Jahre weg. 3 Jahre? Wirklich schon 3 Jahre? Was ist das hier? Was haben sie dir getan? Nicht jetzt. Wir müssen erst hier raus. Ich glaube, es ist hier lang. Glauben heißt nicht wissen. Ist das hier süffig? Mia, wir müssen reden, die Nachricht, die du mir geschickt hast. Nicht ich. Das war nicht ich. Aber das hast du. Hab ich nicht. Okay, gut. Erzähl mir nur, was hier los ist. Ich sag dir alles, was ich weiß. Wir müssen hier entlang. Weiter in den Kaninchenbau? Mia, weißt du wirklich, wo du hingehst? Die Familie hat mir da Essen durchgereicht. Ich erinnere mich. Eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Sie ist nicht da. Sie ist weg. Sie ist weg! Wir werden eine Familie sein. Jetzt, wo du da bist. Hm? Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Ich glaube, das ist Grandma. Mia. Wir müssen hier raus. Bleib einfach hier, okay? Ich werde mich umschauen. Scheint leicht verwirrt zu sein. Naja, 3 Jahre gefangen. Ich komm gleich, Mia. Mia? Meine Frau sitzt neben mir. Es kriegt eine Post.
Karte des Hauses. Cool. Das ist ein Badezimmer. Hey, ich kann mich frisch machen. Hier ist die Hilfearznei. Yay. Eine Spiegel vorhanden. Mal Erste Hilfe. Naja, ich habe mir das Klo schlimmer vorgestellt. Der Typ hat Rhythmus. Das Klopfen weg. Ist wieder runter? Wie gehst du denn so lahmarschig? Achso, ich habe gar keine Kontrolle mehr. Liebling, hast du dich verändert? Achso, ich muss mich wieder setzen. Aber meine Frau will doch nur mit mir spielen. Bill, reg dich doch mal ab. Gib cool. Ich kann sie hören. Ich kann fühlen, wie sie sich in mich zurückkämpft. Ach, raus! Lass mich in Ruhe! Ich glaube, du solltest zum Psychologen. Ich war böse. Ich verdiene das. Was zur Hölle bist du, Mia? Ja, so ein Zeug will ich auch haben. Ich gebe es irgendwo rüber und ich bin wieder vollkommen gesund. Das Messer hin. Meine Frage, bist du Daddy? Dann töten wir einfach mal meine Freundin. Meine Frau sitzt neben mir, Schatz. Naja, bei Schizophrenie kannst du auch einen Kerl haben im Kopf, Schatz. Würde ich die Axt bitte wiederbekommen? Achso, das ist eine One-Hit-Axt. Okay. So will die eh keiner. Ne. Oh, Telefon. Und was ist hier los? Ich heiße Zoe. Bei den Dachboden solltest du rauskommen. Dachboden. Geh dahin. Jetzt. Okay. Wir wollen bei den Dachboden dahin.
vermute mal, jetzt kommen wir durch die Tür. Uschi ist weg. Aber ich habe meinen Ball wieder. Eine ziemlich blutige Angelegenheit. Ganz genau, dass beim Zombie die Halsschlagader nichts zu sagen hat, wenn du die kaputt machst. Habe ich da irgendwie was übersehen aufzuheben? Sicherung, aber ich habe die Sicherung gefunden. Wie das so toll, wenn man weiß, dass es dort nichts gibt, wo man herkommt und dann auf einmal sowas. Eieieiei. Kommst du in dem Raum? Gleich zuschlagen und nix. Ich weiß, du wolltest mir nicht wehtun. Das hättest du nicht tun dürfen. Das tat verdammt weh. Ich will immer noch zuschlagen. Ziehst du das Ding jetzt mal raus? What the fuck? Nein, die wächst nicht nach. Okay, wir nehmen unsere Hand mit. Kannst du mal dein Stuhlding irgendwo anders hinhalten? Das, was passiert ist, stört ja ganz schön wenig, ey. Gesundheit, mein Schatz. Okay, gut.
Resident Evil Teil, Munition ist wichtig. Hallo, Schatz! Ja, schneid mir noch ein Stück ab. Das ist nicht gerade geworden. Ich bin verankert. Oh, ist... Ich weiß nicht. Das, was ich ihr da jetzt schon reingedrückt habe, hätte die eigentlich schon. Sie zählen auf mich. Es ist mir scheißegal, auf wen sie zählen. Du hast dich voll verändert, weißt du das? Ja, das mit dem Zielen, ey, und Schießen mit der Pistole, das ist echt... echt blöd gemacht, muss ich mal sagen. Ja! Tiefer! Ich bin tot. Nein, wer hätte es gedacht? Nur mal ein krasser Tod. Okay, gut. Habe ich schon eingesteckt? Nein. Ach, mach mal vorne. Hier ist Johnny. Ja klar, du erwischt mich vielleicht. Nicht nett, Schatz. Es ist mir scheißegal, ob sie auf dich zählen. Ja, warum erwischt die Alte denn immer ein? Meine Frau, wenn sie sauer auf mich liegt. Ich liebe dich. Ich musste gerade nur sicher gehen. Toll. Darf ich die Kettensäge nicht nehmen? Ja, natürlich mit einer Hand. Willkommen
schon in der Familie, Junge. Hast du eine nette Begrüßung? Das ist Daddy. Nein, mein Schwiegervater war ganz anders. Komm schon, stirb uns jetzt nicht weg. Hast Arbeit zu erledigen. Haben die mir gerade die Hand wieder angetackert?